Hallo, hier ist das Team vom SupportNet und heute möchte ich euch den neuen Explorer von Windows 8 zeigen. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, haben wir jetzt hier mehrere Ribbons, also Start, Freigeben und Ansicht. Sieht ähnlich aus wie bei den Office-Produkten, wo wir jetzt hier natürlich noch ein paar mehrere Ribbons haben. Und das Ganze soll uns einfach die Bedienung erleichtern. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir wählen jetzt alle Dateien aus im Fenster. Oder wir wählen gar keine aus. Wir können jetzt auch selber zum Beispiel sagen, wir wählen jetzt die zwei Dateien aus, können aber auch jetzt die Auswahl umkehren, sodass die nicht ausgewählt sind, aber dafür die anderen. Was neu ist jetzt bei Windows 8 und in Explorer ist auch, wir können jetzt die ISOs direkt brennen und auch bereitstellen. Also ihr seht hier das ISO-Symbol. Wir machen jetzt hier mal auf die Knoppix ISO einfach einen Rechtsklick und können jetzt sagen bereitstellen. Also dann wird das gleich uns im System einbinden, ohne dass wir jetzt zum Beispiel ein Tool wie Daemon Tools dafür bräuchten. Oder ganz normal brennen. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier die Standardsachen, die man sonst über einen Rechtsklick, über das Kontextmenü gelöst hat, wie hier. Wir können jetzt einfach jetzt eine Datei auswählen und können jetzt sagen, wir verschieben diese oder kopieren diese. Wir können sie auch löschen oder auch gleich umbenennen. Genau das gleiche können wir jetzt hier oben machen mit Freigeben. Hier haben wir auch unsere Optionen. Wir können zippen, per E-Mail versenden, auf Datenträger brennen oder faxen, wenn es zum Beispiel eine Word-Datei ist, oder ganz normal die Ansicht verändern, die wir sonst früher hier hatten. Also mit Detailbereich, via rechts zum Beispiel. Hat sich eigentlich nicht viel geändert, was die Funktion angeht. Wir sehen die jetzt einfach nur hier oben alle ein bisschen aufgeteilt und ja, ist ein bisschen einfacher. Wir können es jetzt alles hier ein bisschen einfacher umstellen, alles geht ein bisschen schneller. Wir müssen eigentlich auch nicht mehr wissen, wo irgendwas ist. Gut, das war's auch schon und dann viel Spaß beim Ausprobieren.